Live im Dreisatzstudio. August Everding hat sich mit einer der legendären Stimmen unseres Jahrhunderts verabredet. Da Capo Hertha Töpper. Ist das schade, dass unsere Zuschauer und Zuhörer das eben nicht gehört haben, als sie gerade ansetzten. Mir ist die Ehre widerfahren. Was flüsterte die Kammersängerin? Zu hoch, zu hoch. Stimmt es, war es zu hoch? Ein bisschen, ja. Sie haben ein absolutes Tongehör. Ja, habe ich. Ja, ich auch ein bisschen. Also ja. Es war zu hoch etwas. Liebe Frau Töpper, ich habe gehört, Ihr Vater hat Ihnen in die Wiege reingelegt eine Violine und ein Geldstück. Sie sollen nach der Violine gegriffen haben. Hat er das manipuliert? Ich nehme an, dass er natürlich wollte, dass seine Tochter musikalisch wird und hat natürlich sicher die Geige dahin gelegt, wo ich hingeschaut habe. Denn er hat Ihnen ja schon mit 3,5 Jahren Geigenunterricht hat gegeben. Hat er. Aber ja, eigentlich deswegen, weil ich an Puppen keine Freude hatte und immerfort Musikinstrumente am Boden rumgezogen habe. Und mir das Klimpern darauf, also das Töne erzeugen, so viel Spaß gemacht hat. Und haben früher damals Noten gelernt als Buchstaben. Das ja, das ja. Und dann ging das, dann haben Sie bei Ihrem Vater Violine gelernt und dann kam später... Leider ist er, als ich 5,5 Jahre alt war, gestorben. Dann haben Sie Gesang studiert bei Franz Mixer. Ja, aber Mixer, erst später. Ja. In ja, Graz? Ja. In Graz, ja. Das heißt, ich habe noch Geige weitergemacht bis zum 16. Lebensjahr. Und mit 16 habe ich angefangen, Gesang zu machen. Ja. Eigentlich, weil eine Schulkollegin gefunden hat, ich müsste singen lernen, das war's. Also nicht einmal das habe ich selbst gemacht. Es hat sich alles ergeben in meinem Leben. Auch dann Ihre Ehe, der Franz Mixer hat Ihnen das Gesingen beigebracht. Und ich habe ihn geheiratet. Wir streiten zwar immer noch, wer früher dran war. Und schon seit 49, stimmt das? Ja. Mein ja, Gott, ja, wunderbar. Ja. Dann blieben Sie in Graz von... 45 bis 52. Ja. Und 51 habe ich in München auf Anstellung gastiert und 52 kam also das Engagement in München. Ja, so weit sind wir noch gar nicht. Und das ist meine zwei Theater im Ganzen. Liebe Regie, blenden Sie doch bitte das Jugendbildnis einmal ein von Frau Töpper. Schauen Sie doch mal. Ja, ja, da war ich 21, das war Peter Greims, also eine 72-Jährige, glaube ich, eine Tratschen, die also hinter jeder Hausecke nur Unheil angestiftet hat. Und ich habe so viel Spaß gehabt, ich habe mir sogar zwei Zähne weggeschminkt, schwarz. Und ach, schau mal. Aber heute schminkt man nicht mehr solche Balken ins Gesicht, oder? Das war ein Rangierbahnhof da. Ich Rangierbahnhof. Ja, 45 Ulrika Debüt in Graz. Ist das richtig? Ja, also wenn man das Debüt nennen soll, das war ein Einsprung von 7 Uhr abends auf nächsten Tag und da habe ich nur die Arie und das Quintett in der Opernschule gelernt gehabt und das andere, also ich hatte gewusst, Frechheit steht mir bei, so oder gar nicht und ich habe es behalten dürfen, die Ulrike, tatsächlich. Und bis 52 in Graz, war das eine wichtige Stufe in Ihrem Sängerleben? Naja, ich habe in Graz alles, mein ganzes Repertoire gelernt. 7 Jahre von 3, ich hatte 3 Jahre Elevenvertrag, ja, wo man also Dinge geschenkt bekommt, aber kein Recht darauf hat. Ich habe also alle alten, man wird ja erst nachher jünger, nicht? Man singt also zuerst im Figaro die Marzelline und später, wenn man älter wird, singt man dann den Cherubin, nicht? Ja, das ist eine enanomische Verwechslung, nicht? die da haben. Ja, das ist schön. So lange im Anfänger, nicht im Anfänger, sondern wie Sie verabschiedet sich haben von Graz, war große Trauer in Graz, habe ich gelesen. Ja, das kann sein, nein, ja. Nein. Und dann kam aber Bayreuth, war das dazwischen, das erste Bayreuth? Das war dazwischen, ja. Das war 51, ja. 51. Mhm. Karajan hat mitgewirkt, oder? Ja, Karajan Knappertsbusch, die beiden Ringe. Ja. Und Karajan hat, wenn ich das erzählen darf, Karajan hat die Elisabeth Schwarzkopf als erste Reintochter gehabt und hat dazu
quer aus dem Blütenmeer der jungen Mädchen, also aus den Blumenmädchen und aus den Walküren, die zwei anderen gesucht. Und ich habe das bekommen. Also ich habe am ersten Tag bei Reuth gleich noch 4 Vorstellungen dazu bekommen. Dadurch also ersterin Knappertsbusch, zweiterin Karajan. Schön. Und am nächsten Jahr kam Keilbert dann, nicht? Auch mit Zitrone, Norne. Und wer waren denn so die? Norne nicht. Norne Zitrone, nicht? Nein. Aha. Dann die dritte Rheintochter. Tochter. Dann ein Blumenmädchen, einen Knappen im Jahr drauf. Mhm. Also das stimmt Ihre Biografie. Ich habe gelesen, die Norne. Gut. Es war. Ja. Ich war sogar engagiert dafür und habe gesagt, die dritte Norne ist viel zu hoch, das ist ein Sopran. Sehen Sie, habe ich nur den Vertrag gelesen. Sagen Sie mal, wer sang denn damals sonst? War das die Warnei oder wer war Warnei Mödel. Fabelhafte Besetzung, zwei vor allem sehr unterschiedliche Brünnhilden. Ja, ja. Und dann 51 Bayerische Staatsoper. Ja, 51 war, ja, dazu muss ich sagen, hat sich in Bayreuth ergeben, ohne dass ich es wusste. Rudolf Hartmann hat damals ja Meistersinger inszeniert im Jahr 51. Ja. Und da er natürlich wusste, dass er 52 in München Intendant wird, hat er seine Ohren sehr aufgesperrt, unter uns jungen Mädchen gehorcht. Und da fiel, also Gott sei Dank, meine Stimme in sein Ohr. Und er hat mich, ja, und er hat mich in Wien vorsingen lassen. Und interessant war, dass er mich sofort als Rosenkavalier gesehen hat. War das nicht in Wien, wo Sie morgens vorgesungen haben? Das war vor Bayreuth noch, ja. Da kam ich ganz privat nach Wien und eine Grazer Gesangskollegin sagte, sie hätte seit einem halben Jahr drauf gedrungen, also endlich Karajan vorsingen zu können. Geh, komm doch mit. Vielleicht passt es dem Karajan. Und tatsächlich kriege ich den Anruf, bitte morgen vorsingen, Clemens Krauss, große C-Moll-Messe für die erkrankte Ursuleak. Und dann kam der zweite Anruf, Karajan ist einverstanden, ich bin allein, du kannst als zweite dazukommen. Da hatte ich dann Vormittag dem Karajan vorgesungen und Nachmittag kam Clemens Krauss. Und ich fragte noch die Sekretärin, wie sind denn die beiden Herren? Ach, der Karajan ist... Clemens Krauss ist sehr lieb, sehr nett. Das war genau umgekehrt. Nicht? Der Karajan hatte nichts zu verlieren. Clemens Krauss wusste, es sind zwei Konzerte im Musikvereinssaal, Einsprung für seine Frau. Da kommt ein Mädchen aus Graz und da hat er also eine sehr, er hat also die Probe begonnen, selbst Klavier gespielt. Dann blätterte er um und ich saß noch dahinter. Beginnt er meine Arie? Na, ich nach vor, diese gleich ziemlich schwere Arie von der großen C-Moll-Messe, singe das und zwischendurch sagt er plötzlich, ohne mich anzuschauen, ach, Sie haben den alten Ausgabe. So gibt es mir zurück, schaut mich nicht an. Ich war so aufgeregt bis da oben. Und wie das zu Ende war, schaut er mich an und sagt, so. Und jetzt machen wir es nochmal. Da habe ich gewusst, ich hatte gewonnen. Und am Schluss sagte er, na, und wären Sie mal nicht nervös am Abend? Ich habe gesagt, nervöser als jetzt kann ich nie mehr sein. Ab 51, wissen Sie, was Aido heißt? Ich meine nicht Aida, Aido. Aida wüsste ich, nein. Ist es nicht, der sollten Sie aber nicht der wissen. Männliche Aida. Nein, ja, schön. Das ist die verkürzte Form für Association Internationale Directeur Opera. Das sind alle großen Operndirektoren, treffen die sich. Und wissen die, was die vergeben jedes Jahr? Vergeben eine Fidelio-Medaille für ein Mitglied, was wirklich heute so selten geworden ist, treu zu einem Hause hält. Ja, ja. Und ich sitze vor jemandem, treu, treu zu einem Hause. Ich war treu, aber ich war gerne treu. Ja, es war zu schön. Von 51 bis... Ja, 81, glaube ich. 81. Ja, ja. Also ich schlage Sie vor. Fidelio, nein. Oh. Das ist so selten geworden, dass man das Ausland genauso, Sie waren ja nicht nur in München, Sie waren ja in aller Welt. Ja, wo denn meistens so in aller Welt? Ach Gott, meistens. Ich meine, ich war auch in Amerika. Ich war in Kalifornien an der Met. Ich war auch in Südamerika mit Prangene. Ich war natürlich in Japan, das heißt natürlich, ich war in Japan dreimal. Nein, viermal. Ja. Und zwar einmal mit dem Bayreuther. Nein, das erste Mal als Rosenkavalier. Ja. Das zweite Mal mit Bayreuth hat Wieland Wagner das inszeniert. Und da habe ich also die Prangene gesungen dort. Und, aber Wieland Wagner hat es nicht mehr erlebt. Das war in diesem Jahr. Ja, ja. Und ja, dann mit Karl Richter mit dem Konzert eben. Ich habe nachgezählt, liebe Frau Kammersängerin. Sie haben 1267 Aufführungen an der Münchner Staatsoper gesungen. Hat man 1267 Aufführungen. Ja, ja, dazu muss ich aber sagen, also
eine Altistin hat natürlich nicht lauter Lucia di Lammermoor oder so etwas, nicht wahr? Und da wir ja ein Ensemble waren und ich ein überzeugtes Ensemble, nämlich, wie soll ich sagen, eine überzeugte Musikerin bin. Ich singe sehr gerne derzeit. Arien zu singen ist wunderschön, aber Musik zu machen macht mir noch viel mehr Spaß. Und das hörte Hartmann natürlich auch sehr gerne oder sehr gut. Und ich habe natürlich alles gesungen, was so querbeet durch mein Fach ging, dadurch die vielen Vorstellungen. Ja, richtig. Aber Mezzo, wissen Sie, wenn wir uns so unterhalten, was ist ein Mezzo, dann sagen wir oft despektierlich, ich bekenne es, Mezzo, mit, oben, nicht. Oben hat sie nicht genug, unten hat sie nicht genug. Und in der Mitte weiß man auch nicht so recht. Weiß man nicht so recht. Sie waren aber ein klassischer Mezzo, aber haben gesungen von Lady Zufall. Macbeth. Ja, aber das war eine Frechheit in Graz. Die sagen zwar heute noch, dass es sehr gut war, aber ich habe es nie wieder gemacht. Aber Lady Macbeth, Dorabella. Ja. Aber auch Rosina, Barbier, ja. Das geht doch schon. Das habe ich nur im Konzert gemacht, niemals auf der Bühne. Na gut, ich will den Umfang ja nur unseren Zuhörern beschreiben. Ja, was das ist, dann müsst ihr die Gea sagen. Jawohl. Die Gea bitte. Gea und das hohe C, das man ständig zur Verfügung hat. Ja. Denn ich zum Beispiel Troubadour, die Kadenz hat ein C. Das habe ich auch gesungen. Mhm. Mhm. Und eigentlich, ja, natürlich, sagen wir, der Schrei der Magdalena, ein Meistersinger, ist ein notiertes C. Ich habe auch immer das C gesungen und von Kelbert bekam ich immer ein Schmunzeln drauf. Nicht? Sehr der hat gut. immer gewartet drauf. Singen wenige Magdalenen. Oder, ich weiß noch, bei der Schallplattenaufnahme von Bartok, Blaubart, da hat Fritsche probiert und immer kam der Aufstieg zu meinem, auch Schrei, ist aber auch ein notiertes C. Und ich sang mein C. Er unterbrach, ohne mich anzuschauen. Er probierte wieder den Aufstieg. Ich sang wieder mein C. Er probierte wieder den Aufstieg, bis er plötzlich breit lachte und sagt, ich glaube, jetzt nehmen wir es einmal auf. Ja, sehr schön. Unsere Sendung heißt Da Capo. In der Oper hat man wenig Da Capos. Als Mezzo schon gar nicht. Aber haben Sie unsere Sendung schon mal gesehen? Ich habe die Sendung gesehen. Ich habe zwei, und zwar Erika Köth und die Ingeborg gesehen, hatte ich Gelegenheit. Also leider habe ich ja noch kein Kabelfernsehen, wir sind in München nicht so. Naja, aber dafür sehen Sie jetzt in Wien, Zürich, Berlin, überall sehen Sie, Millionen sehen Sie heute schon. Hoffentlich. Ja, natürlich hoffentlich. Ich hätte gerne was gehört, was man nicht so oft hört, Carlos Eboli. Die habe ich sogar gesungen am Ende meiner Hochschulzeit. Also als Abschlusskonzert hatte ich die Eboli. Fahren wir mit doch 21 die Eboli Jahren. Ab Carlos Verdi. Hat Fritsche dirigiert. Ja. Und das war wann? Wissen Sie, welche Aufnahme das ist? Ich weiß das ja. Fritsche war in München.
schon morgen. Oh Gott, sie führe ihn zum Tod. Ein Tag noch bleibt mir. Meine Damen und Herren, wir müssten eigentlich einführen bei der Sendung, dass das Mikrofon offen bleibt, während Sie singen. Denn die Kommentare, die die Sängerin geben, während sie sich singen hören, sind ja viel schöner als alles andere. Frickschei hat das dirigiert. Ja, und Keilbert hat diese Arie angehört auf Platte und sagte plötzlich, Achtung, Achtung, ich finde etwas zu viel Glissando, etwas vorsichtiger damit umgehen. Und das habe ich mir dann für die nächsten Vorstellungen gemerkt, natürlich. Ja, ja. Sie sind so eminent musikalisch. Wie ist Ihr Verhältnis zur Partitur? Da ist eine Partitur, liegt vor Ihnen, ob modern oder klassisch. Wie lernen Sie? Ja, ich muss zuerst sagen, dass ich ja als Kind so viel im Theater war, dass ich das gängige Repertoire im Ohr hatte, das heißt die Opern im Ohr hatte, ohne dass ich wusste, dass ich etwas davon singen würde. So dass es dann schließlich eigentlich egal gewesen wäre, ob ich den Wotan oder die Marschallin übernehme. Deswegen kann ich vom Lernen jetzt nicht sagen, weil ich es eigentlich nur präzisiert habe, als ich das dann gelernt habe. Aber sagen wir etwas Neues. Sagen wir Blaubart, habe ich nie vorher gehört. Da schaut man sich zuerst, schaue ich mir zuerst natürlich mal stimmlich an, wo läuft das, nehme ich das an, nicht wahr? Liegt es innerhalb meiner Möglichkeiten? Dann werde ich mich genau damit beschäftigen. Dann lese ich natürlich mal darüber und den Text und so weiter. Wenn es eine dramatische Sache ist, versuche ich es sogar ohne Ton, also ohne Gesangston darzustellen. Ich finde, dass man als Schauspieler, als viel intensiver in seiner eigenen Sprechlage, viel intensiver weint und schluchzt oder aufschreit oder das muss man dann, finde ich, versuchen in die Tonhöhe zu kriegen, aber immer noch mit demselben Urgrund des Sprechens, also ja, der Sprechstimme. Ja. Ich komme gleich aufs Sprechen, aber es wurde mal ein sehr romantischer Satz über Sie gesagt, Sie analysieren nicht, Sie singen. Und dieses Singen ist schon die Analyse. Kann man das so sagen? Sind Sie so naturbegabt, dass Sie singen können, ohne zu analysieren? Ja, ich bin da immer ein bisschen überfordert. Es hat jemand einmal gesagt, Sie sind so stilsicher. Aha, ja. Ich glaube, die Musik setzt mich auf die richtige Linie, auf die richtige Spur. Das setzt voraus, dass Sie die richtige Musik richtig hören. Ja, offensichtlich, wenn die anderen finden, dass es richtig war. Ja. Also ich meine, ich könnte, ich singe doch, ich singe Wagner und Bach hintereinander, ist einmal passiert an einem Abend, nicht? Ja. Hier Fricker und gleich hinüber zum Karl Richter zum Bachfest und da habe ich das Magnificat gesungen. Da sagt doch bestimmt jemand, das gibt es nicht. Nach Wagner kannst du nicht Bach singen oder schon gar keine Carmen oder womöglich Così fan tutte. Naja, das hat auch was mit Technik zu tun, dass man nicht bei Wagner sich die Stimme aufreißt und dann eine Woche zum Halsarzt muss. Ja, ja, also, aber nein, Entschuldigung, ist ein Satz gesagt worden, Sie haben mal gesagt, was ich im Innern richtig höre, kommt auch richtig heraus. Ja, stimmt das? Muss man dann hierzu Technik haben? Ja, also ich muss etwas sagen. Ich habe natürlich die Technik, ich habe viel früher etwas gestalten wollen, bevor ich wusste, wie es technisch genau geht. Ja. Das habe ich dann manchmal verzweiflungsvoll von meinen Schülern verlangt. Ich sage, weißt du, mir wäre es lieber, übersteigert gesagt,
du machst dir einen Knopf in den Hals, aber du willst etwas formen, du willst etwas darstellen, du willst hier die Modulation dieses Akkordes im Ton färben und machst vielleicht etwas, etwas zu kompliziert, dann fragst du mich und ich werde dir sagen, wie es richtiger geht, nicht? Ja. Aber das Brennen, das Wollen, die Vorstellung, die man von einer Musik hat, von einem Ton, von einer Modulation, die habe ich immer gehabt. Wunderbar, aber brennendes Wollen reicht doch nicht. Nein, die Technik muss man lernen. Ah, dann sind wir bei dem Punkt. Moment, aber ich habe zuerst gewollt. Gut. Ich habe die Technik gelernt, aber so auf 1 und 2 bestehe. Dazu ist das die Musikalität zuerst war, also meine Vorstellung davon, wie ich es hören möchte. Ja. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich da jetzt das anbringen darf, aber das Erste, was ich in Graz sang, war die Ulrike dann im zweiten Jahr mit 21. Im zweiten Jahr haben sie mir die Aschozener so ein bisschen dazu geschenkt, zu all meinen alten Dienerinnen. Und im dritten Jahr bekam ich plötzlich die Amneris. Und auch so geschenkt. Und der Intendant fand das gut und sogar Presse war gut. Und nach der zweiten Vorstellung bin ich zum Intendanten und habe gesagt, bitte nicht mehr. Er war sehr erstaunt. Da gebe ich einer Jungen die Chancen, die kommt und sagt, möchte nicht. Ja. Aber ich habe genau gespürt, dass ich zwar irgendwie im Schwung die Töne nehme, von Natur habe ich es gehabt. Mhm. Ich habe keine Mühen gehabt, also ich hatte Höhe, Tiefe, ich hatte es irgendwie da. Aber ich habe eines gespürt, dass ich diesen Ton nicht wirklich vorbereitet habe. Hat mir keiner gesagt, aber ich habe es mir abverlangt. Ich sagte, es muss doch möglich sein, dass man einen Ton in sich spürt und der Dirigent schaut zufällig noch, ich möchte eigentlich schon singen, aber er hat noch was anderes zu tun und derweil steht er. Ich meine das, dass ich nicht auf den Einsatz Schwung nehme, wie ich das bei der Amneris getan habe. Ja. Und ich habe mir gesagt, das ist sicherlich noch lange nicht das, was ich können soll. Und das sagen Sie heute Ihren Schülern? Ja, na ja. Kann man das lehren? Ach. Ja, ich möchte dahin, dass man nicht nur durch Begabung, durch Wollen, durch Streben... Ich habe sehr, sehr brave, liebe Schüler gehabt, muss ich sagen, denn ich bin ja aus der Hochschule weg. Seit 71 waren Sie übrigens Professor an der Hochschule. Ja, ja. Danke. Und bis 81. Und da habe ich dann aus Bandscheibe und so, also aus gesundheitlichen Gründen das aufgeben müssen und auch die Oper gleichzeitig. Deswegen ist das sozusagen das Schicksalsjahr, das mich plötzlich also so daneben gestellt hat, wo ich mich gar nicht sehr wohl fühle, denn ich bin viel zu intensiv. Merke ich, Gott. Ja. Wir haben eben von dem absoluten Gehör gesprochen. Ja. Erzählen Sie doch mal einmal, wie ist denn das, wenn man dann in Wien singt und das alles höher ist? Und das alles höher ist, beim Octavian zum Beispiel. Doch. Wie ist denn das? Ist doch... Nein, also das absolute Gehör stellt es nur fest. Aber man muss ja nicht jeden Ton transponieren oder so etwas. Die sind draufgekommen in der Schule, in der Mittelschule oder in der Volksschule schon, aber nicht so, da wurde es mir noch nicht gesagt, aber in der Mittelschule. Da wurden uns Noten ausgeteilt und ich war natürlich die musikalische dabei und dann hat die irgendeinen Ton angegeben. Und ich sagte, nein, bitte nicht den, sondern den, denn ich hätte nicht vom Platz singen können. Ja. Um das geht's. Ja. Also wenn ich etwas Neues, etwas Fremdes singe, muss der Ton stimmen. Ja. Natürlich. Nicht, man kann dann, wenn man etwas kann, sagen, Moment, transponieren wir das runter, ist mir ein bisschen zu hoch oder machen wir das Lied anders. Frau Kammersinger, Sie wissen, mir geht es ja jetzt nicht nur um das Musikalische, sondern um die Interpretation. Und da, Sie haben von Kritikern gesprochen, und darum erlaube ich mir, 56 hat der verehrte Karl Löbel schon geschrieben, schauspielerisch kam sie an die Senja Jurinatsch sehr nah heran. Was in Wien allerhand geheißen hat. Das ist sehr viel. Ja. Wie macht es die Hertha Töpper nur, dass sie immer noch präsenter in der Darstellung, immer noch strauschisch, runder in der Ausformung der melodischen Bögen wird? Es gibt kein Octavian ihresgleichen. Ich will jetzt hier keine Hymnen vorlesen. Das war aber, glaube ich, aber ist doch schön. Schade eigentlich, hat mir gefallen. Ist doch sehr schön. War das nicht eine der letzten Kritiken?
Ja, oder war das der Löwe? Kommt, wir wollen jetzt nicht hier verifizieren und nicht sagen, ja, wann es war. Ja, es ist schon wichtig, dass es die letzte oder die erste war. Und die erste ja. Ihr Verhältnis zur Interpretation, zur Darstellung. Stellt sich das beim Studieren bei Ihnen sofort, schon ein? Aha. Sofort. Aber dazu muss ich ja wieder sagen, die Musik hat eigentlich die Bewegung, bei Strauss besonders, ja schon in sich. Mhm. Das ist ja komponiert. Ja, aber man muss es aber auch hören. Es gibt auch Regisseure, die hören es, oder auch Sängerinnen, die hören es gar nicht. Die von plärren denen, oder singen. Von denen wollen wir ja vielleicht da nicht reden, oder? Okay. Also, gut. Ich meine, ich will. Sie fragen ja mich. Ja, ich frage Sie. Also, es ist zum Beispiel im Rosenkavalier, das ist überhaupt eine Wunderkomposition, denn es ist ja dem Duktus der Sprache nachkomponiert. Ja. Ja. Nicht? Ja. Wie du warst, wie du bist, das weiß niemand, das ahnt keiner. Schön, dass wir so lange gesprochen haben. Wir müssen wieder was hören. Ich möchte so ganz gerne aus der Carmen hören, die Kartenarie. Oh. Die haben wir aufgezeichnet das und war, mit Bildern bebildert, glaube ich. Und Carmen, sie ist mit dem angemalten Ding und furchtbar schwer. Und da es meine erste war, habe ich natürlich Kritiken bekommen, so ein bisschen wie die Lolo Brigida in, wie hieß das, Brot und Fantasie, oder Liebe, Brot und Fantasie, oder sowas nicht. Ja, nur weil das Kostüm so angemalt war. Das war für mich viel schwerer. Heinz Rosen, nicht? Der Ballettchef. Kalbert wäre fast ausgestiegen damals. Der hat mir es nur versprochen gehabt, das zu machen. Der hat mich nicht im Stich lassen, aber er war böse. Man muss sich vorstellen, der hat Pferde auf die Bühne gebracht am Schluss. Da hat Kalbert draufgerufen, Herr Rosen, bitte, das letzte Pferd lassen Sie weg. Schauen Sie, da ist ein Gespräch vorne. Zwischen, nicht? Dass die Leute, aber das ist ja nur, sagt er, glauben Sie mir. Glauben Sie mir, die Leute, nicht? Die Leute schauen auf die Pferde und niemals heuern sie zu, was los ist. Das war Heinz Rosen Inszenierung, nicht? Ja. In München. Im Prinzregententheater. Prinzregententheater. Und Kalbert am Pult. Das war das, wo die Pferde am Schluss kamen, oder? Ja, da hat Rosen, ich weiß nicht, wie viele Pferde durchmarschieren lassen. Und als das Gespräch seitlich zwischen Carmen und Frasquita und Mercedes war, hat Kalbert gebeten, Herr Rosen, bitte lassen Sie das letzte Pferd weg. Kein Mensch hört den dreien zu. Aber ja, nein, jeder schaut auf die Pferde. Ach, wie mich das tröstet, schon damals die Diskussion zwischen Dirigent und Regisseur. Oh ja. Frau Töpper, bei Ihnen interessiert mich gerade Ihr Verhältnis zum Wort. Sie, der Sie nicht nur eine so große Opernsängerin waren, sondern auch so viel Arien, Kantaten, Passionen gesungen haben. Ja. Wie ist Ihr, wenn Sie studieren, überhaupt Ihr Verhältnis zum Wort? Prima la musica? Ich möchte da die Waage wirklich gleichstellen. Aber es ist, man muss natürlich achten, wo fehlt's bei einem, nicht? Also es gibt doch zum Beispiel Rezitative, sagen wir bei Händel oder bei Bach, wo da oben der Satz anfängt, dann sind Schachtelsätze und da unten geht er zu Ende. Ja. Dann sage ich dem Mädchen, gib mal acht. So, und jetzt sag den Satz mal den, nur das. Und jetzt versucht das andere so
eng zu machen. Also wie man Schachtelsätze so zwischen hinein sagt. Du musst dein Geist, dein Verstand muss das Ende denken. Schon haben. Ja. Und das andere zwischen. Wenn du vom Beistrich zu Beistrich singst, wenn du auch noch so deutlich singst, wird keiner im Zuschauerraum mitkommen. Wie sollen die Armen das verstehen? Ja. Soll man nicht verstehen? Sehr. Auch die Oper soll man verstehen. Ich meine das jetzt nicht, aber ich bin natürlich dafür, dass man als Interpretin interpretiert. Das Wort heißt doch, dass ich das, was ich sagen will, rüberbringe. Die Leute müssen mit mir weinen, die müssen mit mir fühlen. Wie sollen sie denn, wenn ich sie nicht am Bandel habe, sagt ja, man. Ja. Also ich muss sie ja haben. Und es ist die Wortdeutlichkeit. Ich finde, ich habe eine fabelhafte Kritik einmal, da habe ich gesagt, schau, der hat es verstanden. Einer in Wien. Der schrieb, also schön gesagt, sowas, da sagt er, aber sie hat, das war bei einem Händel-Konzert, sie hat so die Leute ergriffen und mitfühlen lassen, dass man fast vergessen hat, dass sie gesungen hat. Und das finde ich das allergrößte Kompliment, wenn man auf der Bühne in einer sehr dramatischen Rolle so sehr die Figur lebt, dass der Mensch draußen gar nicht draufkommt, dass da oben gesungen wurde. Wissen Sie, dass man den einzelnen Tönen nicht mehr nachforscht. Ja. Und der Ton kann sogar, ich möchte sagen, daneben gehen, wenn eine Darstellung, nicht daneben, aber sagen wir, etwas forsch angesungen werden, wenn es in die Darstellung passt, das ist das Wichtige. Was Sie jetzt gerade sagen, ist genau Felsensteins Lehre, wenn er sagt, wenn man überhaupt nicht mehr ausdrücken kann übers Wort, sondern nur noch singen kann und man vergisst das Singen, ja, ja, dann ist das der Ausdruck des Menschen überhaupt auf der Theaterbühne. Ich habe gesagt, es muss so sein, dass der Mensch draußen glaubt, aha, der ist vom anderen Stern, der drückt sich eben so aus. Ja, aber Sie haben auch gesagt, ich erinnere mich eines Ausbruchs von Ihnen, haben Sie gesagt, der erste kleine Zitterer in so einem Lied, der erste kleine Zitterer beim Lied, dann ärgert man sich über den Zitterer und dann ärgert man sich, dass man sich geärgert hat. Und dann ist das Lied schon im Eimer. Ja. Sie. Nein, das ist beim Liederabend natürlich insofern, da steht man so völlig allein da. Ja. Und dann ein kleines bisschen da Klavier dahinter und überhaupt hat es eine Frau ja da auch noch schwer, denn ein Herr kommt raus, hat seinen Frack und das hat man ziemlich schnell gesehen und dann singt er. Bei der Frau kommt, also die Kleiderfarbe, ich weiß nicht so recht, meinst du? Und die Frisur, ob die Frisur so ganz das Richtige ist oder großartig, wo die bloß arbeiten lässt oder egal. Aber da ist ja auch das erste Lied schon weg. Ganz neue ästhetische Fragen, die in unserer Diskussion aufkommen. Wir werden das einbauen, dass wir fragen, was zieht die Frau an. Aber ein Lied möchten wir doch schon hören. Ich wünsche mir reger, wenn die Linde blüht. Wenn die Linde blüht. Das wäre schön. Ich habe sehr viel reger gesungen. Sind die jungen, jungen Gänschen da? Wenn ich dann die jungen Gänschen hüt, Gänschen hüt, ist mein Liebster da, ist mein Liebster, mein Liebster. Das ist Prangene, ja, ja. Ja, früher, da war ein Fehler drin. Das ist Fricke, übrigens war Fricke. Ja. Früher war ein Fehler drin, das war also Falstaff nicht das Entchen natürlich, nicht Entchen, sondern die Mägde. Da, das ist Ödipus. Also schon ein modernes, ne? Ja. Sie haben, auch da habe ich wieder nachgezählt, 60 Kantaten gesungen, so viel Bach. Und Sie sind mit klassischer Musik, mit Barockmusik aufgewachsen. Ja. Hilft das, wenn man ja, mit hilft. so
hilft? Natürlich hilft. Ja? Es ist sehr wichtig, finde ich, dass ein Sänger immer die sich auslotet. Wenn zum Beispiel haben Schüler von mir, ich meine, ich habe es ja selber gemacht, aber man hat es kaum geglaubt. Ich habe eine zur Schlussprüfung geschickt, die sang zuerst Troubadour die Erzählung, als nächstes sang sie Una voce poco fa, als nächstes sang sie ein Pfitzner-Lied, als nächstes sang sie Agnus Dei und so, nicht? Also ich habe sogar damals ganz bewusst, weil sie es konnte, ich habe immer geschaut, immer das Kontrarium zu sofort drauf zu singen. Warum? Man versteift sich möglicherweise bei einer sehr dramatischen Partie, sagen wir wie Troubadour, nicht? Habe ich nun Proben und jeden Tag und es hört nicht auf und immerfort dasselbe, nicht? Dann kann es sein, dass ich die leichte Cherubinhöhe plötzlich Schwierigkeiten kriege. Warum? Weil die Stimme sich verdickt. Ja. Ein bisschen. Oder ich habe sehr viel eben Hosenrollen gesungen, das ist meistens so halber Sopran oben, nicht wahr? Oder Dorabella und immerfort das. Da war mir der Bach wahnsinnig wertvoll in der Mittellage. Hat, jetzt darf ich eine Zwischenfrage stellen, hat der Bach, glauben Sie, aus dem Wort komponiert oder hat er zum Wort Melodien gegeben, die eigentlich fast mit dem, es gibt doch eine Forschung, die sagt, er hat Melodien auch dazu getan. Er hat zum Beispiel, es ist sehr interessant, es gibt doch ein Moment, Herkules am Scheideweg, also, Moment, das ist aber der, nee, das ist nicht, das ist nicht der Bach, das ist nicht genau. Der Bach. Weil Weihnachtsoratorium umgedreht, ja, sehr richtig, sehr richtig. Oh, das war jetzt falsch. Weil er manchmal, nein. Aber das Agnus Dei Moment kommt auch vor, ja. Noch einmal, mit ganz einem anderen Text. Mit ganz was anderen Text. Ja. Darum ist die Forschung ja heute so, ob er nicht plötzlich zu Text, die Texte, er zwar wichtig, aber nicht, sondern er hat Melodien erfunden, auch manchmal Liebeslieder verwendet zu traurigen Passionsgeschichten. Aber nein, ich habe darum gefragt, ob es wichtig war für Sie, mit Barockmusik, mit klassischer Musik aufzuwachsen. Wenn dann erst so spät die moderne Musik dazukommt in der Erziehung, ist das nicht wahnsinnig schwer? Ja, es ist so, dass ich in Graz, das war natürlich sehr früh, ich glaube im Jahr 45 schon, hat Karl Böhm ein Konzert dirigiert und in die Mitte, also vor der Pause, hat er ein Hinde mit hineingegeben. Für mich damals schlimm. Also wirklich. Ich saß da und hatte wirklich körperlich das Gefühl, es würde jemand sägen, durch meinen Leib sägen. Ich habe es also abgelehnt, natürlich nicht. Alles, was mir weh tat, habe ich abgelehnt. Und das habe ich auch später gemacht. Und ich habe zwar, schaut mein Repertoire so aus, als hätte ich ja moderne ziemlich einiges gesungen. Gestatten Sie eine Unterbrechung? Schönberg, Bartok, Stravinsky, Hindemith, Eck, Menotti, Martin, Honegger, Orff, dann Sim Tiong, die Uraufführung, weiß nicht mehr, wie der, der chinesische Kollege hieß. Aber das haben Sie alles neben den 60 Bach-A und den gesungen. Aber deswegen habe ich meiner Stimme nicht wehgetan. Aber nein, das müssen Sie jetzt beantworten. Wie viele Ihrer Kolleginnen haben hier gesessen und haben gesagt, nein, modern habe ich nicht gesungen, das hat meiner Stimme Abbruch getan. Wie war das bei Ihnen? Ich habe ja auch kaum moderne gesungen. Ich meine, es schaut nur so aus, aber ich habe es kaum gesungen. Ich habe, das ist ein Widerspruch man wusste, jetzt. Ja, es ist auch einer. Man wusste zum Beispiel in den Rundfunkanstalten, die Töpper kriegt ihr nicht. Ich habe einmal, da habe ich den Westdeutschen Rundfunk hängen lassen irgendwie. Da haben die gesagt, ja, aber dafür und so. Und da habe ich Schönberg, das waren Rilke-Vertonungen, ich glaube 5 Lieder, gesungen. Und da habe ich wirklich, weil ich wusste, ich kann Blatt singen. Und da habe ich die Lieder bekommen, habe es angeschaut. Doppelkreuz, ein Auflöser, ein Kreuz und so. Habe ich das so, manchmal nachgeschaut, ja, stimmt noch, aha, gut. Weggelegt, völlig vergessen. Und plötzlich wende ich meinen Kalender um und dann hier unten Köln. Um Gottes Willen, wo sind die Lieder? Mein Mann war nicht da und ich bin also ins Theater und habe also unserem guten Herrn Seifert gesagt, bitte, der hat zuerst einmal geschimpft, dass ich sowas mache. Ich habe gesagt, jetzt muss ich es mal. Und er spielte und ich sang das, wie ich meinte, vom Blatt. Gut, machen wir es nochmal. Ah ja, das geht nicht. Dann sagt er so, und jetzt spiele ich mal, was drunter steht. Ja. Und da habe ich angefangen, Eis zu laufen. Ich bin so gerutscht. Das heißt, die Töne, die ich absolut sicher als mit absolutem Gehör eben angestochen habe
wurden plötzlich durch diese schrägen Musik drunter, wurde ich aus dem Gleichgewicht geholt. Das hat mich so geärgert. Dann bin ich am nächsten Tag nochmal hin, habe gesagt, Moment, jetzt spielen Sie mir noch einmal da unten quasi Akkorde hin, die mir gefallen. Und das habe ich mir gemerkt. Ich habe nämlich meine Töne dadurch wieder zentriert. Also sie waren wieder da. Also das Ärgern war gut. Naja, ich meine, ich bin nach Köln und habe dort den Herrn Gielen getroffen, der ja für die Moderne, und ich natürlich gleich so rein, gefällt Ihnen das? Ja, sehr interessant. Ich habe gesagt, ja, das höre ich gern. So, also machen wir es gleich. Dann bin ich runter zum Orchester, wir machten das, die haben oben mitgeschnitten, und ich kriege am nächsten Tag gleich ein großes Kompliment. Also fabelhafte Töne sitzen ja ganz genau nicht. Ich habe nicht gesagt, warum, weil ich ja nicht nach der Musik so mich da rausbringen habe lassen. Und als ich dieses Lob hatte, sagte ich, so, und jetzt sage ich, nie wieder. Nicht, ich habe 3 Tage überhaupt nur geprobt dran. Aber weil ich das Wort interpretieren, finde ich, ist, es muss meine Überzeugung rüberkommen. Und wenn da unten einer sitzt und mich verehrt und womöglich also denkt, naja, wenn die Töpper, muss ich vielleicht doch. Da bin ich rot geworden bis unter die Haarwurzeln, weil ich es nicht verdreht habe. Aber ich möchte gerne wissen, glauben Sie, dass das Singen, nehmen wir ein Reimann-Lied oder was heute, dass das der Stimme schadet? Kann ich nicht mitreden, weil ich kein Reimann-Lied kenne. Nehmen Sie andere, aber Sie kenne. Mozart ist kommod für die Stimme, sagen Ihre Kollegen. Nein, ich möchte eines sagen. Ich finde, dass eine Stimme, die ja nun wirklich noch das etwas sehr Lebendiges, Gott sei Dank, ist und sich nicht manipulieren lässt, wie ich hoffe. Eine Stimme möchte spannen und entspannen. Das heißt, ich möchte einen Bogen spannen und entspannen. Während diese Art Musik, die hier sticht, da sticht, dort sticht, da sticht, so, das ist ein ständiges im luftleeren Raum schweben, ohne Ziel und Zweck. Und ohne Freude. Und die Stimme kann auch nicht schön sein dadurch, weil sie ja keine Spannung und Entspannung ohne hat. Ziel und Zweck, das darf ich nicht anerkennen. Und auch nicht luftleerer Raum. Da würden Sie, aber darüber diskutieren wir jetzt nicht. Da sehen Sie Widerspruch bei mir. Denn da ist ja schon Ziel und Zweck beim Komponisten und auch nicht luftleerer Raum. Aber das ist doch eine berechnete Musik am Zettel. Dann heißt aha, Spiegelbild dagegen und sowas. Ja, ist berechnet was Schlechtes? Ja, für mich schon, ja. Weil ich, also bei Musik, ich sage nur, was rauskommt. Ja. Ich habe, bitteschön, ich möchte sagen, wenn ein zum Beispiel Webern, ein Lied von aus des Knaben Wunderhorn komponiert. Mhm. Und ich habe oben ein hohes Cis und unten ein tiefes, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau was. Also ich habe es nur gesehen, da sage ich Verzeihung. Hat er das wirklich den Text komponiert? Oder hat er gewusst, was Sie können? Na, ich nicht. Ich oder jemand, gar nicht. Der singt? Nein, Verzeihung, es soll ja doch, Sie kommen doch vom Text nun. Also ich muss doch fragen, Sie wollen doch ein Wunderhornlied auch wirklich so, wenn da einer kommt und nun also Burgtheater, weiß Gott, ein Gepoltere für so ein Lied, für so ein Gedicht, wenn Sie sagen, mein Lieber, jetzt schrauben Sie mal zurück, schauen Sie mal, so groß ist die Amplitude für das, fürs andere haben wir dann schon andere Rollen für Sie, nicht? Wir hören jetzt eine wunderbare Amplitude, nämlich aus der Daphne, die Gea. Gea. Dunkel ist der Götter heiliger Wille. Das so heftig im Freund.
Was war denn das für ein tiefer Ton? War das ein S? Kalbert hat dirigiert. Ich war sehr stolz, dass damals meine Chefs mir das zugetraut haben. Eine Aufführung, wo Jimmy King, glaube ich, zum ersten. Der wurde in München wohl da, glaube ich, erfunden. Ja. Kalbert hat einmal gesagt, die Musik muss... Ja, Verzeihung, ich möchte dazu sagen, dass ich das nie auf der Bühne gesungen habe. Das ist eine Fernsehaufzeichnung. Ja. Und Professor Kalbert hätte das nie auf der Bühne von mir verlangt, weil er gesagt hat, auf der Bühne würde man es nach draußen singen. Und das wollte er meiner Stimme da nicht, dass ich das forciere. Kalbert hat mal gesagt, die Musik muss fließen und darf nicht durch den Dirigenten gestört werden. Welcher Dirigent hat Sie gestört? Oder durch welchen waren Sie in Abrahams Schoß? In Abrahams Schoß war ich überhaupt, muss ich sagen. Ich habe das Glück gehabt, Kalbert sowieso, Knappertsbusch, auch Kempe und ich meine, ich war sehr gehegt, Heger. Ja. Ich war sehr gehegt, wirklich, von den Dirigenten. Richter war ein Glücksfall. Also Dirigenten, die auch darauf geachtet haben, also sagen wir Kalbert, der sagte, ich hätte eine lyrische Altstimme, lyrischer Mezzo mit Ausweitung bis Amneris Eboli. Und das so selten als möglich, so selten. Immerhin haben Sie auch mit Kempe, mit Kubelik, Richter, Ramin, Jochum, Kertetsch gearbeitet. Ja. Aber eins, Ihr Verhältnis zum Regisseur. Ich habe wenig Regisseure gefunden. Hartmann natürlich, Rennert, Hartleb. Mit wem haben Sie? Hartleb, ja. Ja, da war doch noch der Professor Arnold am Anfang am Haus, als ich kam. Darf ich Sie was fragen? Warum haben Sie Rennerts Angebot der Geschwitz abgelehnt? Es war das erste Angebot, als er neu kam. Und ich war etwas erschrocken. Vor allem hat er mir gesagt, dass er offensichtlich jetzt die Dinge anders besetzen wird. Und da habe ich gedacht, er schiebt mich jetzt in ein Fach, das mir nicht passt. Aber, das war das mal von vornherein gesagt, aber ich habe früher das Wort interpretieren gesagt. Und ich habe, Gott sei Dank, es, ja, muss ich jetzt ein großes Wort sagen, leisten können, nur das zu singen, was ich wirklich singen wollte. Und mit der Geschwitz, ich habe es gar nicht gekannt, aber erstens wollte ich Alban Berg nicht, zweitens und die Partie als solche, ich habe es dann gelesen, was es ist, damit konnte ich mich auch nicht identifizieren. Ich möchte sagen, es ist so, ich habe immer selbst mich selbst hineingesetzt in eine Rolle, immer. Ich war da wohl im Widerspruch zu Rennert, der einmal, gar nicht zu mir, ich hörte das bloß, gesagt hat, na, wenn sich jemand identifiziert, das ist ja laienhaft oder so ähnlich, hat er das gemeint. Also man müsste eben einfach alles spielen können und daneben was anderes denken, nehme ich an. Ja. Also ich war da nicht das, er hat zwar an mir das nicht vermisst, denn als er den Orpheus mit mir nachstellte, es war ja so, dass Breiden Orpheus gesungen hat in der Premiere, also nicht. Ja. Und Kalbert sagte damals, wir haben aber eine Altistin am Haus und so, ja, einverstanden, gut. Und Brei hat schon sehr viel Proben gemacht, dann bekam ich einmal eine Probe, weil ich dann die zweite, dritte Vorstellung schon sang. Und da habe ich mir gedacht, ich muss jetzt die Probe führen, denn wenn ich nur anfange, mache ich dauernd Blödsinn. Klar, ich kann ja nicht wissen, wohin ich soll. Nicht? Da habe ich einfach gefragt, aha, also hier beginne ich, zweite Teil der Arie bitte wo, da drüben, aha, Rezitativ bitte wo, da drüben, aha, was noch? Und als ich das Gebäude hatte, habe ich mit vollster Intensität gespielt und hörte plötzlich, wie der Regieassistent sagt, der Herr Brei steht erst einen Takt später auf, schreiben Sie Töpper, hörte ich. Also es war nicht? War ja auch nach der Musik richtig, meiner Ansicht richtig. Nach wieder. Nur dürfte nicht der Eindruck entstehen, als ob Regie darin besteht, wo stehst du, wo du nicht stehst oder wo ich stehe. Also Arrangement hat noch nichts mit Regie zu tun. Ja, ich habe es aber ausgefüllt. Er hat nichts anderes gesagt. Ja, ist schön, wenn man es ausfüllt. Er hat nichts anderes gesagt. Übrigens. Ich habe von ihm nichts anderes gekriegt. Und als ich die Generalprobe sang, bin ich zu ihm und sagte, Gottes Willen, die Arie haben wir noch gar nicht probiert. Also ich werde, wenn es Ihnen passt, habe ich mir gedacht, ich mache den ersten Teil so. Ja, machen Sie, macht er. Geht hinunter und ist auch geblieben. Bei Begabten geht das, bei Minderbegabten geht das nicht. Übrigens habe ich mit großem Interesse als Intendant, Sie können sich das vorstellen, in Ihren Akten geblättert und festgestellt, dass zweimal Ihr Vertrag storniert wurde, vorbehaltlich der Genehmigung des Kultusministeriums.
sollte der nur verlängert werden. Ja. Das ist interessant, das gibt es heute. Ich habe schon wieder weggeschoben. Sie haben es weggeschoben. Das habe ich weggeschoben. Aber Sie sind verlängert worden. Ja, 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 ja. Aber dass man das in Verträge reinschreiben darf, vorbehaltlich der Genehmigung des Kultusministeriums. Aber dann war es dort. Kindertotenlieder habe ich besonders gerne von Ihnen gehört. Und ich möchte gerne eins. Habe ich auch aufgesungen, auch mit Gelbert, mit Kertitsch auch. Nun sehe ich wohl, haben wir vorbereitet. Wie schön. Aber ja. Ich habe wahnsinnig aber zugehört. Interessant, was Sie gerade mir erzählen. Das ist so wichtig. Wir sind schon wieder auf Sendung. Sie sind schon zu Ende. Ja, ja. Ja. Ich habe mal nachgeschaut, wo Sie immer für Kollegen eingesprungen sind. Und oft ist das passiert. Hochinteressant. Sie haben ein gutes Verhältnis zu Ihren Kollegen. Aber ja, natürlich. Mit Wunderlich. Ich habe das durchgesehen. Und wir haben eben schon erwähnt, die Ulrika in Graz. Aber dann gab es den Rosenkavalier, da waren Sie als zweite Weise besetzt. Und dann haben Sie mit einer Probe den Octavian gesungen. Darf man das einem Regisseur sagen? Ich meine, ich geniere mich, ich aber es ist gleich. So. Die Folge davon frage so. Ich Sie. Die Folge war schlimm oder gut? Nein, frage ich Sie gleich. 59 haben Sie den Orpheus ohne eine Probe, glaube ich, oder? Keine richtige Probe gesungen. Ja, also nur im Probenzimmer oben, nicht wahr? Und dann bin ich vor Publikum das erste Mal die ganze Schräge hinuntergegangen, das in einem bodenlangen Kleid. Und mit Böhm und Rennert, hören Sie zu, Carmen von morgens 11 Uhr, glaube ich, bis abends. Ja, ja. Das heißt, ich war damals eben, ich meine, es war, die Ära sollte wohl eine andere sein und hat ein bisschen, es sollten andere singen einmal. Ich habe wohl offensichtlich das, was Sie als Ensemble so hoch loben, wurde mir da eigentlich ein bisschen zum Verhängnis. Das erste Gespräch mit Dr. Rennert war, ach Frau Töpper, Sie waren jetzt so viele Jahre Alleinherrscherin. Das war sein Wort. Ich durfte gar nicht wegfahren. Ich meine, ich war gerne da, aber ich war ja nicht so, als ob keiner rangekommen wäre, weil ich wollte oder. Und das wurde mir da ein bisschen zum Verhängnis. Und da wurde dann Carmen inszeniert und die Töpper stand nicht am Besetzungszettel. Ich habe nie ein Wort verloren. Im Betriebsbüro sagte man mir, hab Geduld, wart ab und überhaupt, es wird sich einspielen oder so. Ich war natürlich auch nicht im Haus. Ich gehe doch nicht rein und schaue mir an und stehe auf der Seite. Und die zweite Vorstellung, das war ein Sonntag um 11 Uhr Vormittag. Betriebsbüro ruft an, Hertha, kannst du uns heute Abend retten? Sagt,
Und ich lache noch und sage, jetzt müsste ich fast sagen, darauf habe ich gewartet. Ich habe nicht gewartet. Aber ich meine, die einzige Chance war das natürlich. Und dann sage ich, um Gottes Willen, ihr habt ja einen anderen Text. Nein, nein, der Tenor singt den Alten. Aha, ach so, ja, na, das geht. Mit dem habe ich sehr viel. Dann sagte ich, ja, aber ich habe überhaupt keine Zeit. Ich kann nicht ins Theater kommen. Erstens muss ich schauen, kann ich die Partie noch, meinem Mann? Bitte, bitte komm. Dann waren drei Autos da, Kostüme. Der Abendregisseur, der mir da an den Felsenstein-Text erzählte, sagt, bitte nicht, den Moment, ich muss nach meinem Text. Und dann, da war es auch so, Anfang der Arie, wo, da, von da nach dort, aha, das habe ich mir gemerkt, das war das Gerüst und das habe ich mir gemerkt, ich kann mir merken, das war's wirklich. Und am Abend, und Dr. Rennert hat mir ein Telegramm geschickt, Dankeschön, dass ich bereit war, den Abend zu retten und selbstverständlich steigen Sie in die Inszenierung ein. War in dem schon Sind drin. Sie in die Inszenierung eingestiegen? Hat er gesagt. Ich meine, er hat es so geschrieben. Selbstverständlich steigen Sie in die Inszenierung ein, seine Worte im Telegramm. Kann man das? Naja, verletzt das nicht die Inszenierung mit einem Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, nur ist man natürlich, jetzt möchte ich aber etwas sagen. Bitte. Ich finde, ein Regisseur, Entschuldigung, meine Idee, wenn eine Figur als solche stimmt, nicht wahr? Dann ist es ja eigentlich der Figur egal, also egal, ob sie jetzt falsch rum sozusagen, ob sie sich links dreht oder ob sie sich rechts dreht. Mit ihm probiert, mit der anderen war rechts drehen, wenn ich mich links drehe, kann ich es nicht gewusst haben. Aber die Carmen als Carmen steht, wenn ich nicht ausgerechnet dort rübergehe und da steht der Partner. Richtig. Nicht wahr? Ja. Aber ich habe, und das glaube ich, bitte, ich muss dazu etwas sagen, was mir so aufgefallen ist. Ich war Clairon. Und als Clairon, und ich habe ein bisschen die Art, ich sehe so besser, wenn ich ein bisschen den Kopf gesenkt habe. Und ich habe, und plötzlich sagte ich zu meinem Mann zu Hause, ich weiß nicht, die Clairon, sie steht nicht irgendwie noch. Und er geht in den, so in der Hauptprobe und sagt, du, Kleinigkeit, drei Sachen. Du darfst nicht so schauen als Clairon, sondern hab den Kopf immer oben. Mach etwas größere Schritte und mach vor allem ganz bestimmte Bewegungen, also keine so etwas runden sowas. Hat der Regisseur das gemerkt, als Sie das am nächsten Tag anders gemacht haben? Nein, wir haben nicht darüber geredet. Es war Professor Hartmann, aber wir haben nicht geredet darüber. Nein, ich meine, meine Figur hat plötzlich gestimmt. Ja. Es ist ihm nicht... Mir wäre wohler, wenn das nicht Ihr Mann, sondern der Regisseur Ihnen gesagt hätte. Das Vielleicht hat es ihm gefallen. Ja. Nur, es kann ja sein, dass es gar nicht so gravierend war. Nur ich bin in der Hülle noch nicht zu Hause gewesen. Nämlich Konversationsstück ist ja viel schwerer, als wenn man eine Figur darzustellen hat. Frau Töpper, wir haben heute das Glück, so viele schöne Musikbeispiele zu haben. Und ich will keins unter den Tisch fallen lassen. Ach, wie schön. Denn wir reden Gott sei Dank sehr viel, aber wir müssen auch etwas hören. Und zwar hat Ihnen mal einmal die Kupper war es, einen Brief geschrieben, den habe ich gefunden, hat Ihnen gratuliert, kommt auch selten vor unter Kollegen, hat Ihnen gratuliert zu der Brangäne und etwas... Es war eine Radioübertragung. Stimmt, sie sagte, sie war krank und ist im Bett gelegen und hat sich das angehört. Etwas von der Brangäne möchten wir hören. Mit Keilbert. Mit Keilbert am Pult. Thank you.
Ja, dieser Ruf und das Liebespaar vorne und sie singen über die Welten und über alle Himmel hinweg, das Keilbert dirigiert und ich weiß nicht, ob bei dieser, aber Keilbert ist gestorben. Ja, nicht bei der. Nicht bei der, ja. Aber ja, nach meinem ersten Ruf, dann kommt das Duett zwischen den beiden und da ist es passiert vor meinem zweiten Ruf. Ja, er hat sie noch mal einmal gebeten, sing mir den Ruf. Das schön. Schön, das haben sie auch getan. Das war der letzte Abend. Am letzten Abend genau sagte er das. Ja. Ich frage manchmal Ihre Kollegen Verhältnis zu Kritikern, das ist keine Frage. Ich habe nie einen kennengelernt, das muss ich jetzt dazu sagen. In meiner Zeit hat es nicht gehört, dass man sich vorstellte. Nein. Oder ich weiß nicht. Gehört auch heute zu der Zeit nicht. Ah, ja. Aber als Sie in München zum ersten Mal auf Engagement gesungen haben und Karl Schumann geschrieben hat, nur eins, wiederkommen, sowas ist doch schön. Das hat er mich gar nicht bitten brauchen. Ich war so verliebt und in München. Und wenn ich bei Bernheimer lese, Hertha Töpper, whose Octavian is practically without equal in Europe today. Das ist doch schön. Hat sich Ihr Octavian entwickelt? Tja, ich glaube, wenn man mit voller Musikalität die Musik erfasst, auf alles reagiert, was komponiert ist, da kann sich gar nicht viel ändern, denn die Komposition ist ja, wie soll ich sagen, es ist jede Regung ist drin. Aber Sie sind, wie Sie selbst gesagt haben, je älter Sie wurden, immer jünger geworden. Das weiß ich nicht. Also als Rosenkavalier blieb ich wohl, hoffe ich, ja eine Weile jung. Ja. Nein, aber die, was die Altistin betrifft, natürlich hat die zuerst die uralten Rollen, nicht? Ja. Und wird dann immer jünger, das ist richtig. Aber Ihr Octavian, wie hat er sich angereichert? Oder ist der eigentlich... Das kann ich selbst nicht sagen. Man ist, also Freunde sagten zu mir, dass es interessant ist, weil ich nie gleich bin, obwohl die Inszenierung dieselbe ist, nicht? Ja. Erstens einmal reagiere ich ja auf die Kollegen. Ja. Da kommt heute das oder das. Ich bin vollkommen offen. Und auf den Dirigenten reagieren Sie auch. Oh ja, der ist sogar sehr wichtig. Ein Dirigent ist wirklich der Partner am Abend, der wichtigste Partner. Auf den man nicht gucken soll. Auf den man nicht gucken soll. Ja. Ich meine, ich brauche seine Einsätze nicht, weil ich ja nicht nur meine Partie kann, sondern auch die anderen. Aber er kann einen zu Höhen führen und er kann einen auch sehr morden. Also, morden, haben Sie gesagt? Morden, ja. Also mich. Ja. Ich bin da nicht so in mir gefestigt, wie es vielleicht Gastiertypen sein müssen, die sagen, ach so, hier stehe ich und wer neben mir egal, wer unten auch egal und Regisseur, na ja, der sagt mir schon, wann, wo rein und wo raus. Die müssen sich wahrscheinlich so eine Haut, so einen Panzer anlegen, sonst könnten sie nicht heute und übermorgen woanders. Aber darf ich unterbrechen, Frau Töpper, nicht böse sein, aber eins fällt mir gerade auf. Wir haben so viel Schönes gehört, aber eigentlich eine Messe. Wir haben noch nichts gehört von den vielen. Ich möchte doch ein Agnus Dei hören. Dankeschön. Aus der H-Moll-Messe. Das haben wir mit Karl Richter gemacht. Bach mit Karl Richter. In der herrlichen Kirche in Diesen. Dankeschön, Dankeschön. Das Piano ist angefangen damit. Ja. Aber ich so sehe, es ist ein Münchner Stück Theatergeschichte,
der ich heute gegenüber sitze, Prinzregententheater, für mich besonders bewegend. Oh, war das schön, als wir da jetzt wieder reingehen konnten und dieses herrliche Haus wieder sehen konnten. Eröffnung Cuvier-Theater haben Sie gesungen. Cherubin, ja. Cherubin. Ja. Und eins ist etwas, was es heute fast nicht mehr gibt, auch zu unserem Publikum. In den Festspielen 57 haben Sie in 10 Tagen 7 große Opern gesungen unter 5 Dirigenten. Ja. 67, vom 10. Februar bis 24. Februar, 9 Vorstellungen, Opern, Messen. Das gibt's heute fast selten, weil die Sängerinnen sagen, ich kann doch nicht so oft. Warum konnten Sie so oft? Ich konnte schon, ja. Ja, wissen Sie, vielleicht hat es, ich war sehr, vielleicht war ich unnervös. Man muss sich eines vielleicht denken, wenn ein Sänger zittern muss, ob er vielleicht im Takt nicht zurechtkommt am Abend, ob irgendwas passieren könnte, das kostet scheinbar viele Nerven, ich weiß, ich kann es nicht erklären. Ja. Insofern war ich natürlich sehr ruhig und ich kann nicht sagen, dass deswegen nie was passiert sein könnte, nicht? Aber ich meine, das waren dann Unaufmerksamkeitsdinge, nicht? Es klingt sehr romantisch, aber einer Ihrer Verehrer hat einmal gesagt, Ihr Singen ist Lieben. Schön, nicht? Oh ja, hat er? Ja. Jetzt müssten wir definieren, was Lieben ist. Aber ich kann das, glaube ich, etwas besser sagen. Wissen Sie, was das Ziel der Benediktiner ist? Die Stabilitas Loci. Ah ja. Und diese Stabilitas Loci, die haben Sie eigentlich immer bewiesen. Nicht nur, weil Sie so lange in München waren, Sie waren beständig. Und zwar beständig am Ort und in der Leistung. Und sie hatten eine ungeheure musikalische Vielfältigkeit. 70 Opern und 70 Werke der Konzertliteratur haben sie gesungen. Ja, das ist sehr in der Waage. Und jetzt kommt eins. Ihr Festhalten, wie soll ich sagen, am Eigentimbre der Stimme. Sie haben immer das zu ihrem Timbre gestanden. Ja. Und wenn ich heute Vorsingen höre, und ich habe so viele Vorsingen, wissen Sie, wonach ich mich richte? Ist das eine unverwechselbare Stimme. Das ist das Wichtige. Genau. Und wenn sie unverwechselbar ist, dann ist sie wertvoll. Ja. Und ich muss eigentlich sagen, sie waren für mich eigentlich immer unverwechselbar. Ich habe immer sofort gehört, das ist die Töpper. Danke. Man kann auch manchmal einen Fehler an jemanden erkennen. Aber und darum hören wir am Schluss unverwechselbar. Ach, das ist ja zu aus dem schön. Rosenkavalier mit der Erika Köth. Es ist zu schön, was Sie jetzt gesagt haben. Das ist wirklich schön. Herrlich. Und damit schließen wir und danach kein Wort mehr. Danke. Thank you.